Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harvest Teller. Wir sind im Jadewald angekommen und wir haben ja auch schon zwei neue Charaktere getroffen. Einen Mann und eine junge Frau, die er offenbar... Ich weiß nicht. Er scheint sie damit zu erpressen, dass er für sie ein Schiff besorgen will. Und dafür sollte sie für ihn singen. Und ja... Ich dachte mir, wir schauen mal nach, was es damit auf sich hat. Außerdem erkunden wir den Wald. Und um 8 sollen wir beim Brunnen in Lethe mit Lieslet uns treffen. Wir haben also einen vollen Tagesplan. Also erstmal erkunden wir den Wald. Zusammen mit Aria. Und schauen mal, was es hier für neue Gegner gibt. Das scheint auf jeden Fall sehr weitläufig zu sein. Hier kommen wir noch nicht rüber. Ich muss mal wieder in die Steuerung reinkommen. Ihr kennt das alte Spiel ja, wenn man zwischen den Controllern switcht. Also du scheinst halt eine Feuerschwäche zu haben. Ich hoffe, du vergiftest uns nicht direkt wieder. Okay, Aria ist vergiftet. Wir allerdings nicht. Das ist zumindest etwas. Das Gift hört auch irgendwann automatisch auf zu wirken. Dann ging es auch noch weiter. Okay. Ich sollte vielleicht trotzdem was spachteln. Haben wir noch ganz viel Gemüsesaft. Nachdem wir, was in der letzten Folge oder in der vorletzten, wir haben diese Saftpresse bekommen von der kleinen Feuerfee. Und ja, das scheint ganz schön gut zu wirken und zu heilen. Der macht ganz schön viel Schaden, der olle Gegner. Die Holz haben wir zwei Schatztonen. Mit Samen. Ich könnte halt eigentlich auch mal die neue Technik ausprobieren, wobei... Wieso darf ich eigentlich nicht wechseln? Ich darf nicht auf die neue Fähigkeit wechseln. Dabei haben wir doch eine neue Fähigkeit bekommen. Die Kampfgelehrte. Das war der falsche Knopf. Darf ich die nicht auswählen? Die muss ich, glaube ich, bei der Gruppe zuweisen. Dafür muss ich mich bei einem Mondus-Monolith befinden. Okay. Aber dann weiß ich das zumindest für die Zukunft, wie das funktioniert. Ich bin hier schon sehr gespannt auf die neue Fähigkeit. Das machen wir dann beim nächsten Monolithen mal. Und schauen uns an, was die neue Fähigkeit denn so kann. Wo? Oh, da! Wir sollten vielleicht rennen, um von den Furchtmonster zu entkommen. Ich musste gerade erstmal klarkommen mit der Map. Ja, komm, lass uns rasten. Du setzt dich auf die Wurzeln und ruhst dich eine Weile aus. Der Wind lässt die Blätter rascheln. Ein
Bach plätschert sanft in der Nähe und die Vögel zwitschern. Du tauchst in die Geräusche der Natur ein. Eine Stunde später. Du warst so in der Natur verloren, dass deine Pause länger als geplant dauerte. Dein Körper konnte sich ausreichend erholen. Deine Gesundheit und Ausdauer wurden wiederhergestellt. Yay! Na, das ist doch cool. Also hier hinten ist auch ein großes Monster. Ja, nur eine Schatztruhe und ein Angelplatz. Wir erhalten zweimal Kupferz und ich würde hier gucken, mal die Angel auswerfen, um zu schauen, ob es hier andere Fische gibt. Ich finde, das Wasser sieht ja auch echt hübsch aus. Ich habe definitiv schon hässlicheres Wasser gesehen. Auch schön, dass man da einfach durchgucken kann und das Wasser so klar ist. Ein Immersüßfisch, den hatten wir noch nicht. Ein Fisch, der jederzeit überall gefangen werden kann. Er schmeckt das Ganze ja über gut, was ihm sind. Doch. Doch, den hatten wir schon. Aber der Name kam mir nicht bekannt vor, aber die Beschreibung kommt mir bekannt vor. Schade. Ich dachte, wir hätten was Neues gefangen. Ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt so viele verschiedene Fischarten gibt. Einfach ätzen. Man kann halt noch nichts dagegen tun. Zumindest nicht so wirklich. So richtig kontrollieren die Angriffe kann man ja auch nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, bei welchem der Angriffe die Vergiftung kommt und wie ich dem überhaupt ausweichen soll. Okay, dem hier sollten wir nicht begegnen. Hier geht's leider auch nicht weiter. Müssen wir vielleicht doch an dem Ding vorbei? Hier drüben waren wir aber auch noch nicht. Warum? Ich wollte eigentlich den Feuerangriff machen. Und nicht mich zweimal heilen. Vollkommen unnötigerweise. Wir haben 8 Uhr. Ja, ich weiß, die andere Quest ist jetzt eigentlich schon da. Ich will mir eben noch den Schnellreisepunkt sichern. Und jetzt dürften wir doch easy zum anderen Monolithen kommen. Ja, da haben wir ihn. Gehen wir nach Hause. Und? Vielleicht ist sie noch am Brunnen. Ich meine, wir haben später. Aber vielleicht macht es keinen großen Unterschied. Ja, ich bin müde. Bin aber vor allem neugierig auf die Sache mit dem Brunnen. Ah, sie ist noch da. Oder sie ist jemand anders. Oh je, was soll ich nur machen? Vermutlich soll ich den Bürgermeister benachrichtigen. Stimmt was nicht? Oh Jenny, schön, dass du da bist. Etwas bereitet mir Sorgen. Du kennst doch das Haus am Rand des Dorfes, das was leer steht. Es ist gleich am Ende dieser Straße.
Was ist damit? Ach, ich habe vergessen, dass du nicht von hier bist. Du kennst dich nicht aus. Über dieses leere Haus macht ein seltsames Gerücht die Runde. Anscheinend haben Leute nachts Geräusche aus dem Inneren kommen hören. Unmöglich. Ich habe die Geräusche selbst gehört. Die klangen ganz und gar nicht nach den Geräuschen, die Mäuse machen. Das kann nur eins bedeuten. Gespenster. Warum denken alle sofort, es sind Gespenster, wenn es keine Mäuse sind? In diesem Haus spukt es. Ja, ja, ganz sicher. Sei nicht so gemein. Lässt du mich denn gar nicht ausreden? Du glaubst mir vielleicht nicht, aber ich habe einen guten Grund, an ein Gespenst zu glauben. Bevor das Haus aufgegeben wurde, lebte dort ein Mann, der sich als Söldner verdingte. Eines Tages musste er wegen eines Auftrags das Dorf verlassen und kam nie wieder zurück. Glaubst also, er ist das Gespenst? Das vermute ich. Also wollte ich dich um etwas bitten, Jenny. Wird es dir etwas ausmachen, dich in diesem Haus umzusehen? Denn ich bin zu feige und schicke lieber andere in den Tod. Niemand sonst scheint dieses Gerücht ernst zu nehmen. Ja, ja. Ich guck nach. Danke, das wäre eine große Hilfe. Nicht nur ein Spukbrunnen, jetzt haben wir auch noch ein Spukhaus. Sag mir Bescheid, wenn du also was findest, Jenny, okay? Ja, ja. Wieso bin ich Editor für alles? Oh ja, ich bin der Spieler. Hey, du bist da. Sehen wir uns den Brunnen an? Nicht sicher. Also, dann, böses Gespenst, komm raus, wo immer du bist. Ah, wir hatten recht, es war wirklich ein Gespenst. Jenny, was sollen wir tun? Wir sehen uns den Boden von innen an. Von innen? Ohne mich, ich lass mich doch da drin nicht auffressen. Aber ich kann kämpfen. Also, kannst du irgendwas erkennen? Als du den Brunnen schaust, hörst du die Stimme noch deutlicher als zuvor. Wunderbar, davon kann ich gar nicht genug bekommen. Der hier wird schon bald reif sein. Na endlich, und runter damit. Da ist einfach jemand. Wahrscheinlich hängt das irgendwie mit dem Spukhaus zusammen, könnte ich mir vorstellen. Dass da vielleicht irgendjemand heimlich eingezogen ist. Und, was war dort unten? Gehen wir runter, finden es heraus. Darunter? Nein, das ist für mich die Grenze erreicht. Das ist zu gefährlich. Okay, na gut. Dann werde ich mitkommen. Ich will hier nicht allein zurückbleiben. Das ist einfach der Bürgermeister. Wirklich? Ah, ich wusste, er verheimlicht was. Erfrischend. Oh Gott, nicht wieder die Stimme. Bürgermeister? Was machen Sie da? Oh, was macht ihr zwei denn hier? Ich sollte sie dasselbe fragen. Oh, was ist das für ein Geruch? Nehmen Sie hier ein zur Brust? So. Oh je, ihr scheint mir auf die Schliche gekommen zu sein. Moment, mein Bürgermeister. Hier stinkt's. Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht für meine Augen bestimmt war. Warum trinkt ihr nicht einen mit mir? Es ist genug für alle da. Nein, danke. Also wo ist das Gespenst? Wo sind die aufmüpfigen Mäuse? Mäuse? Ach ja, natürlich. Dank dir, Jenny, haben die Mäuse endgültig das Weite gesucht. Mein Alkohol ist gerettet. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Als ob es da unten wirklich Mäuse gegeben hätte. Dass das edle Gebäude tapfer verteidigt. Kinder, hängt der Spukhaus wahrscheinlich doch nicht damit zusammen.
Hey Jenny, denkst du, können wir unser Gespenst sein? Ich komme mir vor wie eine Idiotin. Was ist denn, Mieslet? Warum die Aufregung? Hast du es dir anders überlegt? Ich schenke dir gern einen ein, wenn du... Nein! Jenny, wir gehen heim. Warum entscheidest du jetzt für mich? Was ist dein Problem? Warum bist du so sauer, weil er da ein bisschen was trinkt? Ach, warte, eine Minute. Was denn noch? Ich muss euch noch etwas Wichtiges sagen. Etwas Wichtiges? Ja, sehr wichtig. Könntet ihr diese Bar bei den Dorfbewohnern unerwähnt lassen? Ja. Jenny, gehen wir. Das ist dem alten Mann noch seinen geheimen Weinkeller. Ich weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. Ach, Jenny. Hey, Jenny. Hast du noch was von diesem Abwehrmittel übrig? Was willst du damit? Komm schon, gib her. Lisa, nimm dir das Abwehrmittel ab. Jetzt große Mengen davon lösen bei Menschen höchstens einen heftigen Niesanfall aus, stimmt's? Warum willst du ihn denn jetzt ärgern? Er wollte halt seinen geheimen Keller für sich behalten. Wo ist das Problem? Er trinkt sich da doch nur ein. Wie engstirnig kann man denn bitte sein? Später. Schon bald verbreiteten sich die wilden Gerüchte von einem niesenden Brunnen. Nun, ist abgeschlossen. Einige Griller verdient und Samen, sehr schön. Ich verstehe der Frau ihr Problem nicht. Wenn der alte Mann da gern ein bisschen für sich was trinken möchte, warum denn bitte nicht? Ganz ehrlich, wenn ich so einen Weinkeller hätte, würde ich auch nicht wollen, dass die ganze Dorf davon weiß und dann mich da vielleicht runtersteigt. Ich meine, wie soll man sie davon abhalten, wenn es nun mal da rum ist? Okay, ich darf bei dir nicht rein. Das Spukhaus... Ach, das ist nicht das Spukhaus. Das ist die Quest, die ich auf jeden Fall auch noch ausführen möchte. Wir gehen erstmal nach Hause. Damit wir hier nicht wieder Geld bezahlen müssen, weil wir zusammenbrechen. Komm zu mir und sag Bescheid, wenn du die Chronomalie untersuchen willst, okay? Okay. Ich würde am nächsten Tag gerne die Aufgabe für Chris erledigen. Wir sollten ja nochmal zu einer Untersuchung vorbeikommen. Das könnte ja ganz nützlich sein. Was erledigt? Nö. Okay. No, es regnet. Wir müssen nicht gießen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es regnet. Dein Rucksack ist voll. Ja, Karotten können weg. Der Fisch kann weg. Du Feuerlichtfrucht. Eine Kochzutat, eine gefährliche Frucht, die Funken schlägt, wenn sie gepflückt wird. Und bei Berührung Samen verliert. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Ja, gut, dass wir kein Kind sind. War schon alles, was wir verstricken konnten. Den Rest kommen
in die Küste. Und der Rest wird angebaut, sobald hier ein bisschen was abgebaut wurde. So, damit haben wir alles. Wir haben nicht alles angepflanzt. Okay, cool. Ich dachte, wir wären fertig, aber wir haben nicht mal genug Platz für alles. Also einmal Samen werden noch übrig bleiben. Was in Ordnung ist, denke ich. Dafür kommt das Weizen in die Lieferkiste und der Salat. Wir haben ein bisschen Beerensaft mitgeholt. Den haben wir jetzt auf den ersten Slot. Gibt uns 600 Lebenspunkte zurück. Ich meine, das ist eine ganze Menge. Hab vergessen, dass wir hier das Weizen reinfüllen können. Ach, verdammt. Ist in Ordnung. Ich hab's einfach vergessen. Huch, was für eine Quest. Minika! No. Ja, ich komme sofort. Ich bin so froh, dass das böse Gespenst am Ende doch nur der Bürgermeister war. Ich wusste, dass er gerne einen trinkt, aber nicht, dass er sich so daneben benehmen kann. Ich doch gar nicht daneben benommen. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt wieder unbesorgt nachts herumlaufen kann. Und ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Danke, Jenny. Ja. Triff mich im Jadewald. Hä? Er könnte diesen Brief verfasst haben. Ein verdächtiger Brief. Ich kümmere mich um das Kind? Klingt jetzt nicht so gut. Jenny, hast du eine Minute? Bist du heute allein, Minika? Ich wollte mit dir über Van und Vent reden. Sie haben sich heute total komisch benommen. Ich wollte mit ihnen spielen, aber sie haben irgendeine blöde Ausrede erfunden und sind weggerannt. Ist das nicht super gemein? Nicht zu fassen, dass sie mich einfach so ignorieren. Das ist so fies. Du hast doch letztens mit ihnen gespielt, oder Jenny? Haben die da irgendwas gesagt? Das ist eigentlich nicht meine Angelegenheit, aber ja, sie wissen, dass du umziehst. Oh nein! Du erzählst Minika, wie Van und Vent herausgefunden haben, dass sie umzieht. Also deshalb benehmen sie sich so komisch. Das ist alles meine Schuld. Es tut mir leid, Jenny. Du musst auch überrascht gewesen sein. Mama und Papa sind Händler, deshalb ziehen wir dauernd woanders hin. Das Geschäft scheint hier nicht mehr zu laufen. Also müssen wir umziehen und versuchen, es zu retten. Wir werden dich vermissen. Ich werde euch auch vermissen. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber nicht umziehen, wenn ich die Wahl hätte. Aber das auszusprechen wäre sehr egoistisch von mir. Meine Eltern werden so traurig. Da ich weiß, dass wir umziehen, habe ich nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht, es Van und Vent zu erzählen. Aber ich habe ihn nie gefunden. Der richtige Zeitpunkt kam nie und jetzt. Du musst mit ihm reden. Ja, ich weiß. Also muss ich heute mit ihnen reden. Ich kann es nicht länger vor mir herschieben. Jenny, hilfst du mir dabei? Bitte, bitte, bitte. Danke, alles klar, zuerst müssen wir sie finden. Wann haben sie mich ignoriert und sind weggerannt, also müssen wir erstmal herausfinden, wo sie hin sind. Ich warte in Nähte, wenn du soweit bist. Aber beeil dich, okay?
Wie schön mit dem roten Kristall da im Hintergrund. Oh, dieses Spiel ist so schön. Man und Wendt auf geheimer Mission. Ilika ist unterwegs nach Lethe. Hole sie ein. Also, wir sollen nach Lethe. Das ist die falsche Richtung. Okay. Ich stand doch schon vor dem Tor. Wie konnte ich mich jetzt noch verlaufen? So, hier entlang. Dann machen wir die Quest für Minika und die West für... Die Quest für Kress. Meine Güte. Ach hier. Also dann, wo suchen wir zuerst? Hast du irgendwelche Ideen? Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Nein, gar nichts. Bevor ich dich getroffen habe, habe ich bei ihnen zu Hause noch gefragt, Jenny. Aber es klang, als wüsste niemand, wo die beiden hingegangen sind. Was glaubst du, sollten wir tun, Jenny? Oh ja, wen könnte man denn fragen? Lass uns doch durchsuchen. Vielleicht bleibt uns nichts anderes übrig. Nein, das ist reine Zeitverschwendung. Wie nervig, wir müssen die Leute im Dorf fragen. Irgendjemand muss doch was wissen. Gehen wir. Wir können nicht den ganzen Tag nur so rumsitzen. Überlass das Reden einfach mir. Ich finde schon raus, wo Van und Wendt hingelaufen sind. Okay. No, ich finde sie schon irgendwie sehr süß. Mit irgendwelchen Leuten reden ist halt aber auch so reines Glücksspiel. Hast du mir... Okay, mit dir brauche ich nicht reden. Ist denn egal, mit wem wir reden? Oder sind die alle markiert? Du suchst noch Van und Wendt, richtig? Ja, die beiden habe ich eben hier herumschleichen sehen. Ist gar nicht so lang her. Haben gesagt, sie suchen nach einem Erwachsenen, der sie ihre Oros in den Jadewald bringt. Was? In Jadewald? Was wollen sie denn da? Wenn ich das wüsste, sie wollten mich fragen, ob ich mit ihnen gehe, aber ich habe viel zu viel auf dem Feld zu tun. Trotzdem, vielen Dank. Oh Gott, jetzt macht mir der Brief noch mehr Sorgen, den wir bekommen haben, und ich kümmere mich um das Kind. Also sind Van und Wendt in den Jadewald gegangen. Reicht uns das nicht als Info? Wenn so tief, können sie doch ohne Hilfe gar nicht in den Wald gekommen sein. Die Schmiedin weiß offenbar auch noch was. Van und Wendt? Die habe ich am Dorfeingang herumlungern sehen. Wirklich? Wann war das ungefähr? Das ist, glaube ich, nicht allzu lange her. Du solltest sie noch einholen können, wenn du sofort losgehst. Ich frage mich wirklich, was die beiden vorhaben. Ich hoffe, es ist nichts Dummes. Keine Sorge, wenn Jenny und ich sie finden, reden wir ein ernstes Wörtchen mit ihnen. Oho, da wette ich drauf. Was konnten wir bei hier eigentlich noch machen? Brochets. Waffe von Jenny ändert sich je nach dem Willen der Person, die sie bei sich führt, vibriert in der Nähe vom Monolith. Oder Photoninjektor. Arias Nahkampfvorrichtung. Wird nicht geschwungen, sondern gibt Energiestöße ab, die Schaden verursachen. Ah, wie so ein kleiner Elektroschock. Lass mal beide Waffen auf Level 2 bringen. Ich darf doch nicht vergessen, dass ich hier meine Waffe verbessern kann. Hatte ich nicht auch genug Geld für den Ausbau für die Küche?
Ich muss das erstmal finden, wo ich ausbauen konnte. Reden wir erstmal mit der Frau. Du suchst nach diesem kleinen Lausebengeln, nicht wahr? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Vorhin auf dem Marktplatz habe ich gehört, wie sie von irgendwelchen Strategien gesprochen haben. Sie haben nicht zufällig gehört, was das für Strategien waren, oder? Nicht wirklich. Nur Gemurmel über Gestank und irgendwelche Mengenangaben. Es war alles sehr verdächtig. Merkt euch meine Worte. Die zwei führen nichts Gutes im Schilde. Sag ihnen, dass ich ihnen auf der Spur bin, wenn du sie findest. Ja, Melika? Oh, glauben Sie mir, das werde ich. Strategien, und was planen die zwei nur? Ja, sie wollen wahrscheinlich verhindern, dass du umziehst. Irgendwie. Ja, was das mit Gestank auf sich hat, keine Ahnung. Klingt alles. Klingt, als wollten Ben und Bent aus irgendeinem Grund in den Jadowald gehen. Sie sollten es besser wissen, als einfach so das Dorf zu verlassen. Glaubst du, sie sind allein gegangen? Das hoffe ich definitiv nicht. Ich auch nicht. Die beiden können so leichtsinnig sein. Dann sollten wir uns beeilen. Ich gehe vor. Wir sehen uns dort, Jenny. Ja, bis gleich. Ich muss noch nach der Küche gucken. Ich bin sofort bei dir. Verwirrt bin ich gerade vor allem auch. Du hast mich wieder woanders abgesetzt. Außerdem kann ich hier noch die Messquest theoretisch machen. Aber ich wollte eigentlich nur kurz dahin, wo ich mich ausbauen kann. Och, Menno. Warum bin ich denn so verwirrt in dieser Stadt? Das ist der Schmied. Hier. Okay, hi. Irasshai. 2000, ja, gib mir die Küche. Es dauert einen Tag, dann habe ich eine Küche. Das ist doch schon mal cool. Dann kann ich darin auch Essen zubereiten und es mit auf die Reise zu nehmen und mich zu heilen. Ich denke, das ist schon mal eine sehr wichtige, logische Anschaffung. Na dann, ich folge dir in den Jadewald. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Mädchen. Sie sind nicht hier. Glaubst du, sie haben das Dorf schon verlassen? Irgendjemand muss sie gesehen haben. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht Van und Wen irgendwo gesehen? Van und Wen? Ich glaube, sie sagten, sie wollten in den Jadewald. Moment, hättest du nicht mit ihnen gehen sollen, Jenny? Was? Mich hat niemand gefragt. Warte, was? Jenny? War die ganze Zeit über bei mir. Das ist aber seltsam. Sie sagten, dass Jenny mitkommen würde. Ich kann es nicht glauben. Die beiden haben gelogen, damit sie allein in den Werdewald gehen können. Wir müssen sie definitiv schnell finden. Du hast recht. Gehen wir. Jenny, gehen wir in den Jadewald. Soll ich das Kind wirklich mitnehmen in den Jadewald? Wäre es nicht besser, allein zu gehen und sie zurückzuholen und dann können sie reden? Jetzt bringe ich noch ein Kind in Gefahr. Ja, warum haben sie mich denn nicht wirklich gefragt, einfach ob ich ihnen helfe? Sie haben doch sonst immer gefragt. Immerhin sind sie nicht sehr tief gegangen. Wer ist das? Was zum Henker? Wer bist du? Was tut ihr hier? Alles klar, ich bin dran. Erhalte Befehle. Verstanden? Mission wird eingeleitet. Diese Menschen werden untergehen. Was? Was zum Pfiff?
Duran Ripes, okay. Deine Wahrnehmung ist etwas verzerrt, Kleiner. Meine Mission ist es, die Umwelt zu schützen. Ich bin nicht hier, um Abel anzugreifen. Oh, wirklich? Wer ist Abel? Ja. In meiner Wolke halte ich das Ökosystem eben dieses Waldes aufrecht. Ich weiß nicht, was ein Ökosystem ist, aber das klingt cool. Wer ist da? Ich sehe, du hast meinen Brief gelesen. Vielen Dank. Warum spielst du mit einem Kind? Ich wollte nicht mit ihm spielen. Aber er hat mich darum gebeten und ich konnte ihn nicht allein lassen. Anscheinend heißt dieses Spiel Prinzessin und das Omen. Ich habe diesen Jungen gefunden, wie er ganz allein im Wald herumirrte, als ich meine täglichen Umweltprüfungen vornahm. Das brachte ich ihn in Sicherheit und begann dann, jemanden zu suchen, der ihn nach Leto zurückbringen könnte. Warum kannst du ihn nicht selbst zurückbringen? Na stimmt, die werden ihn da ja nicht reinlassen und Hallo sagen und Menschen hassen Omen. Entschuldigung, war eine dumme Frage. Es würde einen Aufruhr verursachen, wenn die Menschen mich sehen würden. Ich würde gerne jegliche unnötigen Unruhen vermeiden. Würdest du das nicht auch so sehen? Könntest du ihn bitte mit dir nehmen? Alles klar, kleiner Mann. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Nein! Oh, Kinder. Pack ihn unterm Arm und schleife ihn in die Palette. Und schleife ihn einfach nach Hause. Ich gehe nicht zurück ins Dorf. Nie wieder. Ach nee. Jetzt haben wir hier vier... Sehe ich das richtig? Vier Kinder in diesem Wald herumrennen. Eins mit uns, zwei mit Van und Van und ein Ike. Das ergibt keinen Sinn. Kinder sollten bei ihren Eltern sein. Wieso weigert er sich zurückzukehren? Und das, nachdem ich ihm so detailliert erklärt habe, warum es gefährlich ist, weiter in den Wald vorzudringen. Kinder sind nicht rational. Kinder sind dumm. Ich frage mich, welcher Grund das wohl sein könnte. So oder so ist die Situation recht kompliziert geworden. Wir müssen eine Lösung finden. Folgen wir dem Jungen. Ich kann nicht sagen, ob es eine Frau oder ein Kerl ist. Okay, hier drin hat er sich ja einsperren lassen. Nee, das sind die anderen beiden. Okay. Hast du gerade was gesagt? Ja, ich bin hochsatz, dass sie nur uns angreifen, nicht die Jungs. Da sind sie! Jenny, sieh nur! Ah! Sei still, Wendt, oder willst du, dass uns ein Monster erwischt? Und könntest du dich etwas beeilen? Das reicht noch lange nicht um. Ah, das ist noch viel schlimmer als ein Monster. Wie nennst du hier ein schlimmer als ein Monster? Nichts zu fassen, dass du so gemein sein kannst. Und das, nachdem wir den ganzen Tag damit verbracht haben, euch zu suchen. Uns zu suchen? Wieso? Weil wir uns Sorgen um euch gemacht haben. Was habt ihr überhaupt getrieben? Samen gesammelt? Naja, wir... Mensch, sei bloß still. Na gut, dann sag es mir halt nicht. Deshalb bin ich sowieso nicht hier. Ich wollte mit euch reden. Medica, warte. Du musst uns gar nichts erzählen. Wir arbeiten schon dran. Ihr arbeitet daran? Wir kümmern uns darum, okay? Komm, gehen wir, Wendt. Oh, kommt, redet doch einfach miteinander. Oh, ich hasse es, wenn Menschen nicht miteinander reden können. Wartet einen Moment. Sollen wir ihn folgen?
Na klar, die beiden haben definitiv was zu verbergen. Ich glaube, sie sind zurück ins Dorf gerannt. Kommt und folgen wir ihnen. Ja, ich muss mich um andere Kinder erst kümmern, dann kann ich euch folgen. Immerhin sind sie jetzt nur zwei Kinder weniger im Wald. Wie dumm. Und das andere Kind muss ich jetzt erstmal finden. Danke. Kind hin sein. Theoretisch kann das doch gar nicht so weit gelaufen sein, oder? Aber wir machen schon deutlich mehr Schaden, muss ich sagen. Nach der Verbesserung der Waffe. Was mir sehr gut gefällt. Ich hab's vergessen. Oh, ich hab vergessen, die neue Klasse auszurüsten. Weil lauter, hey, ich muss die Quests machen. Ein Furchtmonster wartet da. Moment. Oh Gott. Ich habe keine Heilung mehr. Ich hasse das Gift. Also nicht. Wie tief im Wald kann denn der Knopsel sein? Nun, wir sind auch nur im Kreis gerannt. Könnten speichern. Ich meine, ich bin doch jetzt am Monolithen. Kann ich denn jetzt die Sachen ändern? Jetzt geht's. Okay. Manipuliere das Gerät, um den Basisangriff zur Weisheit oder zur Trümmerung zu ändern. Was auch immer das bedeutet. Ich meine, wir können ja nochmal speichern. Eine Alternative haben wir sowieso gerade nicht zum dritten Angriff. Okay, ihr seid irgendwo hier. Ihr müsst ja irgendwo hier sein. Ich meine, ich kann es natürlich auch erstmal markieren. Dann müsste es mir doch auf der Quest angezeigt werden. Jump-Map. Oder auch nicht. Okay, dann wird es mir nicht angezeigt. Hier ist eine Leiter, da komme ich noch nicht hoch. Wir bräuchten ja eine Bombe, hier komme ich also auch noch nicht weiter.
So, vom nächsten Kampf werde ich mal kurz meine Klasse ändern, meinen Auftrag. Ah, interessantes Outfit auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt macht. Hier gibt's Steine. Hier gibt's sonst nichts. Müssen wir da unten an dem Monster vorbei? Hier ist nichts. Versuchen wir einfach zu schleichen. Ich sehe dein Ausrufezeichen. Ganz ehrlich, schleichen hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert zumindest. Okay, das ist so ein Nahkampfangriff, wie Aria ihn aufmacht. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß nicht, habe ich damit jetzt mehr Schaden gemacht, als ich gewechselt bin. Keine Ahnung, was der Wechsel bewirkt hat. Vielleicht gibt mir das tatsächlich so ein bisschen den Power-Modus. Ich bin hier nicht wirklich in seinem Kreis gelaufen jetzt. Muss wechseln, frag mich nicht. Er hat eine Schwäche gegen das, was ich gerade mache. Aber mehr Schaden mit dem Schwert, aber das ist ja auch schon aufgelevelt. Ich weiß aber nicht, was der Moduswechsel tatsächlich bringt. Gibt mir, glaube ich, so ein bisschen Power Dash-mäßig mehr Schaden. Hier können wir die. Wir können sie nicht reparieren. Wir haben kein Reparaturset mehr dabei. Och Mann. Und fehlt uns dann immer irgendwas? Suchen. In der Baumspitze siehst du eben nicht etwas aufblitzen. Du kannst nicht erkennen, was es ist, aber wenn du den Baum schüttelst, fällt es vielleicht runter. Ja, komm. Und ein Monster fliegt wahrscheinlich auch direkt mit runter. Ja. Die Monster greifen an. Nein, Green. Ja, es gibt echt so einen super Dash praktisch, wenn man den Modus wechselt. Also diese Schleimmonster sind nicht wirklich eine Herausforderung, aber die Giftmonster hingegen schon. Da brauchen wir bestimmt auch Bomben, ja. Bomben und oh, Reparaturkits sollten wir immer dabei haben eigentlich.
Schön, wir aber mit den Fäusten ähnlich viel Schaden machen wie mit dem Schwert. Aber volle Pfund aufs Maul verteilen. Also nichts. Nein. Wir könnten eine Pause machen und dabei ein Sandwich essen. Hat dir je irgendwer gesagt, dass du ziemlich zacklos bist? Was? Nein? Und ich meine das im positiven Sinne. Du bist sehr anteilnehmend. Das ist aber was anderes als taktlos. Ich habe das nur gesagt, weil wir im Endeffekt zusammen gewohnt haben. Ich habe nur einmal vorher mit jemandem ein Zimmer geteilt. Und das war ein Forschungspartner von mir. Es war eine Katastrophe. Zuerst einmal bin ich ein Nachtmensch, also waren wir die ganze Zeit total aus dem Rhythmus. Und naja, anscheinend bin ich keine besonders umgängliche Person. Wirklich? Ich weiß, du sagst das nur, damit ich mich besser fühle, aber trotzdem danke. Nur um das klarzustellen, ich habe immer geputzt und abgespült und so. Es hatte nichts damit zu tun. Ich glaube, wir hatten einfach sehr unterschiedliche Lebensstile. Deshalb hat es mich so überrascht, dass wir zusammenleben konnten, weil du so offen bist. Oder so entspannt? Vielleicht konnten wir so gut zusammenleben, weil wir beide so entspannt sind. Naja, vielleicht lag es ja nicht an dir, dass es vorher nicht geklappt hat. Vielleicht. So habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Nur aus Neugierde, ist dir je etwas Merkwürdiges an mir aufgefallen, als wir zusammengelebt haben? Ich meine, wenn nicht, ist das völlig okay. Aber verhalte ich mich zum Beispiel irgendwie komisch, während ich schlafe? Was? Du schnarchst nicht, wenn du das meinst. Hey, ich habe versucht, diskret damit umzugehen. Was jetzt, was ich mit taktlos meine? Ach komm. Ist doch nicht schlimm, um über das Schnarchen zu reden. Ich weiß nicht, wie ich im Schlaf aussehe. Ich frage mich nur manchmal, ob ich etwas Peinliches mache. Wenn ich das tue, versprichst du mir, mich zu wecken. Warte, wurde ich deswegen nicht umgänglich genannt? Chris Sandwich verbraucht, die LP wurden komplett regeneriert, der Ausdauer wurde komplett regeneriert. Yay! Ich würde mich jetzt aber nicht unbedingt als taktlos bezeichnen. Ich bin nur sehr direkt. Zumindest in der Regel. Du kannst jetzt auf der Weltkarte durch den Jadewald reisen. Aber ich habe den Jungen noch gar nicht gefunden. Nee. Ich meine, hä? Ich weiß, ich wollte eigentlich noch gar nicht nach Schottola. Ich wollte den Jungen holen. Habe ich den ernsthaft übersehen? Offenbar habe ich den Jungen übersehen. Na dann gehen wir nach Hause. Und den Jungen müssen wir dann wohl wann anders finden. So, gehen wir erstmal schlafen. Level 14 haben wir erreicht. Wir haben den Wald durchkämmt auf jeden Fall, das ist gut. Ich muss den Jungen irgendwo übersehen haben. Kümmern wir uns doch zuerst mal um Van und Vent. Was ist das für ein Lärm? Ach, das ist die Küche. Genau, heute sollte ja die Küche fertig werden. Hey, guten Morgen. Habe ich dich geweckt? Das tut mir leid. Bin gerade mit der Küchentheke fertig geworden, die du haben wolltest. Ist das hier ein guter Platz dafür? Ja, da wo sie halt auch schon stand vorher. Toll, dann gestatte mir, dir zu zeigen, wie man sie benutzt.
Du kannst mit der Küchentheke Essen zubereiten. Dafür brauchst du eine Anleitung und die notwendigen Zutaten. Anleitung kannst du in Läden kaufen oder als Belohnung verdienen, also halte nach ihnen Ausschau. Essen macht nicht nur satt, es stellt auch Ausdauer wieder her. Und Kochen ist günstiger als gekauftes Essen. Es macht Spaß, verschiedene Gerichte auszuprobieren, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Mit anderen könnte sogar ich kochen. Eine Anleitung, wenn das so ist. Du hast die Anleitung für eine Bergpfanne erhalten. Oh, wie nett. Und das klingt voll lecker. Wieso probierst du diese Anleitung nicht aus? Ist einfach und auch für Anfänger geeignet. Es ist schade, dass er nur Handwerker heißt. Ah, die geht aufs Haus. Betrachte sie als Geschenk. Naja, ich sollte mich auf den Weg machen. Bitte entschuldige mich. Wenn du mal Hilfe bei einem Bauvorhaben brauchst, komm in meinen Laden und wir reden darüber. Sehr gern. Ich kann jetzt kochen. Eine Bergpfanne mit... Oh, Pilzen und Kräutern. Wildblatt. Habe ich kein Wildblatt mehr? Oh, wie sieht das gut aus. Ein Gericht aus frischen Wildblättern und kleinen Pilzen. Die Aromen kommen in diesem einfachen, doch köstlichen Gericht aus Lethe hervorragend zur Geltung. Ich will's haben. Es sieht so lecker aus. Komm, wir müssen ein paar mehr davon herstellen. Warum kann ich nicht mehr davon herstellen? Ich habe doch alles dafür. Bin ein bisschen verwirrt, warum das eben bessere Qualität hatte und ich da offenbar Dinge noch hinzufügen konnte. Auf jeden Fall habe ich jetzt dreimal eine Bergpfanne. Robuste Haut habe ich gefunden. Bringt beim Liefern Geld ein. Cool. Ich sollte meine Sachen mal ein bisschen einräumen in die Kisten. Haut wird verkauft. Du kommst hier rein, du kommst hier rein. Ich sollte auf jeden Fall auch ein paar Toursets herstellen. Meinetwegen zwei? Ich meine, vielleicht war der Junge auf der anderen Seite der Brücke und ich kam halt nicht hin, weil ich das Reparaturset nicht dabei hatte. Bomben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Bomben irgendwann herstellen könnte. Ja, dann haben wir das erledigt und ich würde sagen, wir machen bei der nächsten Folge weiter. Kümmern uns um Van und Wend und Gress und vielleicht finden wir dann auch den Jungen im Wald. Ich habe ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir den jetzt einfach übersehen haben. Aber hey, dieses Ohm wird sich schon irgendwie mit darum kümmern. Nun, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.